Schaut dein Baby vermehrt auf eine Seite, ist vielleicht eine Kopfseite schon flacher als die andere, dann bleib dran, denn heute geht es um lagebedingte Schädelasymmetrie. Zuerst etwas Theorie und dann natürlich bekommst du noch ein paar praktische Tipps von mir. Mein Name ist Petra, ich bin Physiotherapeutin und bei Was tut mir gut findest du Videos, die dir mit Wissen und Motivation helfen, deinen Körper gesund zu erhalten. Du kannst meinen Kanal kostenlos abonnieren und ich freue mich auch sehr, wenn du auf meinem Blog, meinen Instagram-Seite oder auch auf Facebook vorbeischaust. Ich verlinke dir alles unten in der Videobeschreibung. Jetzt lass uns aber mit dem Thema Schädelasymmetrie beginnen. Man muss die lagebedingte Schädelasymmetrie unterscheiden von den Synostosen. Synostosen sind knöcherne Verwachsungen der Schädelnähte, also das hier ist ein Kopf eines nicht ganz Neugeborenen, 38. Schwangerschaftswoche. Und wenn jetzt zum Beispiel diese Naht hier verknöchert ist bei der Geburt, dann spricht man von einer Synostose. Das muss dann operativ versorgt werden. Lagebedingte Schädelasymmetrien entstehen entweder schon im Mutterleib, das kann durch Platzmangel passieren, oder dann, wenn die Kinder auf der Welt sind und sie vielleicht eine Bewegungseinschränkung in der Halswirbelsäule haben und vermehrt auf einer Seite liegen. Ein kindlicher Kopf ist noch sehr beweglich, sehr weich, und wenn jetzt das Kind sehr viel, angenommen hier auf der rechten Seite des Hinterhauptbeins liegt, ja, also hier ist vorne die Stirn, Hinterkopf, und wenn das Kind vermehrt hier rechts drauf liegt, dann kann es sein, dass diese Seite hier abflacht. Es kann aber auch sein, dass sich die gesamte Schädelhälfte so ein bisschen nach vorne verschiebt. Dann sieht man, dass das Stirnbein hier weiter vorkommt, dass aber auch das Ohr, die Ohrenlinie weiter nach vorne wandert und eben auch der Hinterkopf. Direkt nach der Geburt sind die Köpfe oft auch verformt, natürlich durch den Druck vom Geburtskanal, aber das gibt sich meistens innerhalb von ein paar Stunden wieder. Im Mutterleib ist es, wie schon erwähnt, der Platzmangel, wenn die Kinder sehr groß sind oder auch wenn das Baby schon sehr früh sehr tief im Becken sitzt. Babys werden allgemein immer schwerer und größer und so vermutet man, dass das die Ursache ist, warum auch Schädelasymmetrien häufiger werden. Durch die Geburt und durch die einseitige Lage vielleicht schon im Mutterleib kann es auch zu Einschränkungen in der Halswirbelsäule kommen, in der Beweglichkeit der Halswirbelsäule, und so kann das Kind möglicherweise den Kopf nicht so gut in beide Richtungen drehen und mit der Zeit flacht dann eine Seite ab. Und auch die häufigere Rückenlage, die einfach empfohlen wird, ist ein Grund, warum es tendenziell häufiger zu abgeflachten Hinterköpfen kommt, ob einseitig oder mittig abgeflacht. Fällt dir eine Schiefe bei deinem Kind auf, besprich das mit deinem Kinderarzt und bitte um eine Verordnung für Physiotherapie. In der Physiotherapie wird dann erstmals die Spontanmotorik angeschaut, wie dreht das Kind den Kopf, kann es in beide Richtungen drehen, bewegt es variabel oder ist es immer in einer Schiefe. Und je nachdem, was man da beobachtet, wird dann die Therapie aufgebaut. Du bekommst für zu Hause Lagerungsmöglichkeiten. Und natürlich auch Tipps zum Handling, wie kannst du das Kind gut hochnehmen, wie kannst du es fördern, einfach auch die weniger beachtete Seite mehr zu integrieren, mehr zu beachten. Ist die Schiefe sehr stark, rate ich zu einer Abklärung auf einer Helmambulanz. Da werden dann dreidimensionale Fotos von dem Kopf aufgenommen, man sieht die Schiefe wirklich ganz genau, es wird ausgemessen, wie ist der Unterschied von der Ohrlinie, wie sind die Diagonalen im Unterschied, und je nach den Werten wird dann entweder ein Helm empfohlen oder eben nicht. Ein eigenes Video über die Helmtherapie folgt in Kürze und ich werde es dir dann natürlich auch hier verlinken. Bis du den Termin bei der Physiotherapie hast, wo du dann individuelle Tipps und Therapiemaßnahmen bekommst, kannst du aber folgende Dinge zu Hause schon umsetzen. Nehmen wir mal an, dein Kind schaut vermehrt auf die rechte Seite. Das heißt, die rechte Seite ist die Lieblingsseite. Dann versuche im Gitterbett oder auch auf der Krabbeldecke das Kind so zu positionieren, dass auf der rechten Seite nicht viel passiert. Dass du von der linken Seite zu dem Kind kommst, dass der Raum sich quasi auf der linken Seite öffnet, das Spielzeug auf der linken Seite hängt, um einfach die Motivation nach links zu schauen zu fördern. Je früher die Schädelasymmetrie auffällt, umso mehr Einfluss hat man übers Lagern.
sind die Kinder schon sehr beweglich, ist es schwierig, das Kind dann wirklich in einer Position zu lagern. Das Zweite, was du machen kannst, bis du zur Physiotherapie kommst, ist, dass du dein Kind lagerst. Dazu brauchst du einfach nur ein, zwei Handtücher. Am besten kann man beginnen, wenn dein Kind einen Kinderwagen gut akzeptiert, dass du das zuerst im Kinderwagen durchführst. Wir nehmen jetzt einmal an, unser Kind hat die Lieblingsseite nach links, das heißt, der Kopf ist immer nach links gedreht und nach rechts geneigt und die linke Seite ist die, die schon abzuflachen beginnt oder abgeflacht ist. Dann wollen wir natürlich den Druck auf der Seite wegbekommen und das Kind auf die andere Seite lagern. Kinder wollen es meistens nicht sehr gerne, wenn man den Kopf irgendwie lagert und sie dann nicht so gut herumschauen können. Darum lagern wir eigentlich nur den Körper. Und zwar beginnst du beim Schultergürtel zu unterlagern und dann den ganzen Oberkörper bis zum Becken. Man kann dann hier das Handtuch auch zwischen die Beine so ein bisschen reinstülpen und entweder den Rest vom Handtuch hier noch dazu. Und somit ist dein Kind schon mehr auf seine rechte Seite gelagert. Und selbst wenn es den Kopf jetzt noch nach links dreht, haben wir hier auf der linken Hinterkopfseite keinen Druck mehr. Wenn das Kind bewegt, ist es natürlich oft das Problem, dass die Handtücher dann verrutschen. Da kannst du dir helfen, zum Beispiel im Kinderwagen, dass du entweder von der Wanne den Rand hier gleich hast oder vielleicht noch eine Decke zusammenrollst, die du dazwischen stopfst. Oder es eignen sich auch ganz gut volle Tetrapack, weil die doch ein bisschen ein Gewicht haben. Und das kann man dann einfach hier herlegen, ein oder zwei Tetrapack, um hier ein bisschen zu stabilisieren. Die zweite Lagerungsmöglichkeit wäre mit so einem keilförmigen Kissen. Da würden wir jetzt das ganze Kind drauflegen. Das Problem ist oft, dass diese Kissen ein bisschen zu kurz sind, wenn die Kinder schon größer sind. Aber es ist eine Möglichkeit, dass das ganze Kind so ein bisschen schief zur anderen Seite liegt und wir hier eine Druckentlastung haben. Ich persönlich bevorzuge die Lösung mit dem Handtuch, weil man einfach flexibler ist und auch das Kind meistens vom Kopf her flexibel ist. Aber das ist natürlich auch eine ganz eine einfache Lösung. Eine Mutter hat mir auch einmal erzählt, dass sie einfach einen Büroordner unter die Matratze des Kindes gegeben hat, damit das Kind, wenn es schläft, dann immer so ein bisschen auf die andere Seite dreht. Kann man ausprobieren, kenne ich jetzt selber nicht und habe ich auch noch nie getestet mit den Kindern. Bei einem abgeflachten Hinterkopf, ob mittig oder einseitig, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass das Kind viel in der Bauchlage liegt. Leider ist es häufig so, oder meine Erfahrung in der Praxis ist es so, dass die Kinder dann die Bauchlage nicht so gut akzeptieren. Aber ich rate es trotzdem immer wieder, dem Kind die Bauchlage anzubieten, es immer wieder zu probieren. Und wenn es nur für ein, zwei Minuten ist, es ist ganz wertvoll für die Entwicklung der Kinder, dass sie in Bauchlage kommen und natürlich auch, dass der Kopf nicht immer Druck auf dem Hinterkopf bekommt. Wie kannst du jetzt dein Kind vielleicht in der Bauchlage noch ein bisschen unterstützen, wenn es das gar nicht mag? Du kannst versuchen, natürlich die Bauchlage nur dann zu machen, wenn das Kind munter und zufrieden ist. Nicht, wenn es schon quengelig ist und du weißt, die Bauchlage mag es nicht, dann ist natürlich das nicht der optimale Zeitpunkt dafür. Du kannst versuchen, am Becken so ein bisschen, oft reicht es mit einer Hand, so ein bisschen einen Druck auf den Popsch zu machen oder hier am Becken ein bisschen zu halten. Dann kommt das Kind mit dem Schwerpunkt weiter nach hinten und tut sich auch leichter, vorne mal mit dem Kopf nach oben zu kommen. Wenn das Kind schon stützen kann, sich aber noch schwer tut, kann man es natürlich auch hier ein bisschen unterstützen, indem man die Arme hier begrenzt und idealerweise natürlich auch mit Spielzeug ein bisschen bespaßt oder auch das Kind zu sich drehen. Auf der Couch zum Beispiel, auf einem Bett, ja, das Kind zu sich drehen, hier ein bisschen fixieren, selber mit dem Kopf runterzugehen und mit dem Kind einfach zu plaudern und zu kommunizieren. Was du jetzt noch nach dem Baden oder auch bei jedem Wickeln mit einbauen kannst, für die Wahrnehmung der doch etwas vielleicht vernachlässigten Körperseite, kannst du den ganzen Körper gut
gut abdrücken. Du nimmst das Handtuch, wenn das Kind noch nass ist, und drückst einfach die Arme, den ganzen Oberkörper und auch beide Beine ein bisschen durch. Wenn das Kind dann trocken ist, kannst du das natürlich auch ohne Handtuch nochmal machen. Vom Schultern über die Arme, ruhig auch wirklich die Hände dazu nehmen, die Handflächen so ein bisschen massieren, kneten, den ganzen Oberkörper auf beiden Seiten und auch beide Beine und Füße bis zu den Zehenspitzen, die Fußsohle. Damit das Kind einfach spürt und merkt, dass hier zwei Beine sind, dass hier zwei Arme sind. Klingt komisch, aber für das Kind, das immer nur auf eine Seite schaut, ist das ganz wichtig, um auch die andere Seite ins Körperschema zu integrieren. Wenn du jetzt das Kind in Rückenlage abgedrückt hast und zum Beispiel es wieder anziehen möchtest, kannst du beim Anziehen mit einbauen, dass du das Kind, wenn du es auf die Seite drehst, um den Body drunter zu schieben, gleich den Rücken auch hier mit abdrückst. Noch ruhig noch einmal bis zum Bein runter und dann auch auf die andere Seite drehen, Body richten, von der Schulter weg, nach unten bis zum Bein, bis zu den Füßen oder natürlich auch in der Bauchlage, dass du das Kind in die Bauchlage drehst und dann ruhig auch hier Schultern und Arme und auch wieder über den Popsch bis nach unten zu den Füßen. Du kannst es selber mal ausprobieren. Es ist von der Wahrnehmung ein Unterschied, ob du in der Bauchlage am Rücken berührt wirst oder ob du vielleicht, wenn du zur Seite gedreht bist, am Rücken berührt wirst. Es fühlt sich, und auch vor allem auch auf den Beinen und Armen, es fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Es ist eine andere Information fürs Gehirn und so kannst du den gesamten Körper deines Kindes gut in seinem Körperschema integrieren. Welche Tipps hast du noch für Eltern? Hatte dein Kind vielleicht einen Helm oder eine Therapie? Lass es uns gerne in die Kommentare wissen, so können wir alle voneinander lernen.